Moin. So, wir haben bald 9 Uhr und wir ballern jetzt zum neuen Laden. Und zwar treffe ich mich gleich mit einer Firma, die diese Rollläden baut. Also dieses weiße Teil, was ich vor der Tür habe bei meinem alten Laden. Gerade nochmal so angesprungen. Sauber. Genau, mit dem treffen wir uns. Und zwar das Ziel ist es halt, obwohl mein Laden versichert ist, habe ich das schon immer so gemacht. Ich will, was heißt schon immer, als ob ich schon 10 Läden gehabt hätte. Ich möchte, scheiße, Kamera wackelt. Ich treffe mich da jetzt gleich mit einem Unternehmen. Und zwar werden wir mal darüber sprechen, was das kostet, den Laden zu kapseln. Also das bedeutet für mich, ich will, dass mein Laden komplett dicht ist. Obwohl der Laden versichert ist, habe ich einfach gar keinen Bock darauf, dass jemand überhaupt auf die Idee kommt, da drin einzubrechen oder sonst was. Beim alten Laden ist es genauso, dass ich vorne auch so ein Rolltor habe. Und dieses Rolltor habe ich halt zur Einbruchssicherung tatsächlich. Und wie gesagt, der Laden ist zwar versichert und ich müsste ja mir gar keine Sorgen machen. Das Ding ist halt einfach nur, ich habe auch gar keinen Bock darauf, dass irgendjemand einbricht, weil ich dann irgendwie 2-3 Tage damit beschäftigt bin, den Versicherungen irgendwelche Mails zu schreiben, zu zählen, Inventur zu machen, um nachzuweisen, was geklaut wurde und so. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und deswegen will ich halt, dass der Laden, wenn es finanziell möglich ist, einfach genauso wie die vorherige gekapselt wird. Und mit dem treffen wir uns jetzt gleich und der wird mir mal sagen, was das kostet. Vorne in die komplette Front, alle Scheiben und die Eingangstür mit so einem Rolltor zu sichern. Ein weiterer Vorteil von so einer Sicherung des Ladenlokals ist, dass meine monatlichen Kosten runtergehen. Also ich muss jetzt einmal halt so ein Rolltor bezahlen, aber dafür kann ich der Versicherung nachweisen, dass mein Laden ziemlich ich kann meiner Versicherung Argumente nennen, dass mein Laden ziemlich einbruchssicher ist aus den und den Gründen und dann wird der monatliche Beitrag in der Versicherung auch nochmal optimiert. Also das nochmal so als zweiter Vorteil. Der Typ hätte schon längst da sein müssen. Eigentlich bin ich derjenige, der zu spät ist. Ich bin Dorian von dir. Ja, Humpfeld. Schön, dass du Zeit hast. Genau, das wäre die Front. Und ja, ich würde gerne zur Einbruchssicherung halt einmal die Scheibe haben wollen und auch die Tür. Ja. Weil die Scheibe, ne? Andere Scheibe auch, beide. Ja. Beide Scheiben und die Tür. Ja. Die Tür geht nach innen auf. Ja. Ja, okay. Weil der Griff so ein bisschen raussteht, ja, müssen wir da natürlich mit dem Tor vorbei. Das heißt, hier müssen wir so ein bisschen die Knochen auffüttern. Ja. Das ist aber eigentlich kein Problem. Ja. Nein? Und das Oberlicht soll mit Sicherheit frei bleiben, sodass wir hier den Kasten hinsetzen oder weil an dem Fenster hier der Kasten hier oben liegen muss, damit kein Lichtverlust entsteht. Ach, okay. Würde ich den dann auch da oben hinsetzen. Dann ist das eine Flucht. Ja. Und dann geht der Kasten eben in einem Stück durch. Ja. Das macht Sinn, sieht gut aus. Und man kann diese Fläche hier noch als Werbefläche auch mit benutzen. Ja, das Logo würde ganz nach oben dran kommen. Okay, das freut ja immer. Da müsste ich auch nochmal mit den, also das mit, was du sagst, mit dem Lichtverlust. Hast natürlich vollkommen recht, ich müsste dann mal mit dem Vermieter quatschen, ja, weil ich weiß, dass ich für das Logo muss ich tatsächlich einen Bauantrag stellen hier, oh, weil das ist ein altes Haus. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob wir da auch den Kasten befestigen können. Schutz. Ja, genau. Dann muss das Tor aber auch genehmigt werden. Okay. Das würde ich auf jeden Fall mal eben abklären mit, ja, mit dem Vermieter. Ja. Wir haben im Grunde 3 verschiedene Tore. Also, dass das keine Rollläden mehr werden, ist klar, weil das einfach zu groß ist. Die Rollläden sind zu instabil, ja, die Stäbe, die einzelnen Rippen sozusagen, die sind kleinformatig und deswegen einfach zu instabil und, ja, würden bei starkem Wind oder beim kleinsten Einbruchversuch sofort rausfallen. Mhm. Deshalb müssten das eigentlich dann größere Stäbe sein. Das dann nochmal sehen. Ja. Schematisch dargestellt und so sollte es dann sein. Dann haben wir das größtmögliche Maß an Sicherheit,
an Stabilität und dann passt das eigentlich. Genau, jetzt gibt es aber nochmal welche, die unten im Boden solche Krallen ausfahren, dass man das auch auf gar keinen Fall nach oben geschoben bekommt. Ja. Oder dass sie oben sowas haben, was genau, spreizt. Ja. Oben haben die. Das bieten wir mit an. Mhm. Das ist eine sogenannte Hochschiebesicherung. Mhm. Das kann man auf zweierlei Maßen machen. Entweder, da hast du recht, das geht unten in die Führungsschiene rein. Oftmals macht man das mit einem Schloss. Ja. Nein, dann steckt man also Schlüssel rein und dann gehen zwei Stangen links und rechts in die Führungsschiene rein. Ist eine tolle Sache, wenn aber jemand mal das Tor hochmacht und ist nicht korrekt eingewiesen, dann drückt er auf den Schalter und vergisst unten die Schlüssel. Das könnte mir sogar passieren. Tor auseinander. Okay. Beschädigungen sind da nicht auszuschließen und deshalb sagt man dann einfach, ist eine tolle Sache, so ein Verschluss, wenn man das per Hand bedient. Wenn man das aber mit einem Elektromotor versieht, dann weg von mechanischen Sicherungen zur vollautomatischen. Und dann setzen wir da oben dann im Kasten. Ja, das wäre gut. Ja. Bei den ja, das sind ja Säulen, dann werden das sind bei ein paar tausend Stück. Newton dann eigentlich. Ja. Nee, sechs, sieben Stück? Sechs, sieben Stück, ja. Ja, gut, das ist ja gut, das sind du musst 50 Kilo. Ja, ja. Ja, du musst mit Wagenheber kommen ja. Und musst das Ding hochwuppen, ja. Damit das aufge... Okay. Jetzt grundsätzlich zur Lieferzeit. Ich werde meine Ware nämlich erst hier reinholen, sobald das Rolltor dran ist. Ja. Ist das jetzt was, wo man zwei, drei Monate wartet oder ist das also, etwas, was überschaubar ist? Momentan ist es natürlich so, dass man schon einen Monat wartet. Wäre es möglich, heute noch ein Angebot zu erstellen? Per Mail? Also, dass ich das per Mail zugeschickt bekomme? Ja, das wäre super. Okay. Ja. Wann würde ich dann den Auftrag kriegen? Ja, wahrscheinlich sogar noch heute. Ah, okay. Dann läuft das. Ja. Dann würde ich sagen, ich hoffe, das ist jetzt gleich fertig. Und ja. Dann kriegen wir das irgendwie fertig. Ja, das wäre super. Ja? Ja. Okay. So, ich danke dir. Ich danke dir. Das ist ein schöner Laden. Wenn da ja, da ist noch ein bisschen was zu tun auf jeden Fall. Aber wenn es fertig ist, wird das schon was Cooles sein. Meinst du, es wird ein Problem mit der Baugenehmigung hier in Altenbürger für so ein Tor? Weil ich habe keine Erfahrung mit sowas, weißt du? Nee, weil hier mehrere so Tore haben, ja. Dürfte das eigentlich kein Problem sein. Ehrlich? Ja, okay. Ja? Alles klar. Herzlichen Dank. Gut. Super, ich danke dir. Mach's gut. Danke auch. Danke für deine Zeit, ne? Ja, das ist kein Thema. Ja, okay. Ciao. So ein Rolltor muss man erstmal wieder verdienen, ey. Da muss man auch ordentlich. Das muss eigentlich über mehrere Jahre rechnen, sowas. So, laufen wir zum Quartiersmeister. Der wird mir sagen können, ob es ein Problem ist mit der Baugenehmigung, um da so ein Rolltor anzubringen. So, der hat leider keine Zeit, aber ich kläre es mit ihm per Telefon. Wir haben jetzt nächsten Termin. Und zwar braucht mein Laden ja noch einen Boden. Und deswegen gehen wir jetzt los und schauen uns wieder die Böden an. Wird ein teurer Tag heute. Ich habe gerade Geld auf der Straße gefunden. 10 Cent. Davon kaufe ich Bitcoins. So. Das Allerwichtigste. Ich hätte noch keinen Schluck Kaffee. Also so ein Rolltor ist scheiße teuer. Scheiße teuer. Boah, jetzt krieg ich die Scheiße nicht auf. Oh, fick dich, ey. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's um guten Geschmack und Design. Und das wird schwer. Und zwar braucht der Laden ja auch einen neuen Boden. Und aufgrund der Fläche, ich meine, das ist ja grundsätzlich so, Boden macht richtig viel aus. Damit könnte ich jetzt alles versauen oder alles richtig geil machen. Und ich werde versuchen, alles richtig geil zu machen. Ob es gelingt, werden wir dann sehen. Moin. Aber das wird nicht gefilmt hier. Das hier drin darf nicht gefilmt werden? Okay. Das geht nicht. Wir sind leider durfte ich drinnen nicht filmen. Das passiert mir öfter mal. Das ist also das Problem, wenn man mit so einer großen Kamera reinläuft, dann haben die Leute direkt das Gefühl, man würde irgendeine Dokumentation über irgendwas drehen. Eigentlich mache ich das ja auch.
Aber dann werde ich öfters darauf angesprochen, so von wegen, nee, hier drinnen wird nicht gefilmt, Kamera aus und sowas. Deswegen konnte ich da drinnen nicht filmen. Aber so spannend war es nicht. Mir nur ein Angebot eingeholt. Und wenn es um die Auswahl der Farbe geht, werde ich eh so ein paar Musterstücke haben und die werde ich mal mit in den Laden nehmen und da auf den Boden legen. Und dann kann man sich das Ganze mal anschauen.